Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung heute, hierher kommen zu können. Und auf der anderen Seite möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen etwas erzählen zum Typ-2-Diabetes, insgesamt zur Prävention chronischer Erkrankung und das eben am Beispiel des Typ-2-Diabetes. Warum chronische Erkrankungen? Ich denke, Sie wissen das alle. Chronische Erkrankungen sind in Deutschland und in anderen Industrienationen die Haupttodesursache. Wir wissen, dass der Großteil der Todesfälle durch Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, aber auch von Krebserkrankungen verursacht wird. Der Typ-2-Diabetes spielt insofern eine Rolle, dass er zusammen mit anderen Stoffwechselerkrankungen auch wesentlich für Todesfälle verantwortlich ist. Der Typ-2-Diabetes hat aber deswegen noch eine besondere Bedeutung, weil er die Entstehung anderer Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch teilweise von Krebserkrankungen, begünstigt. Nun, der Typ-2-Diabetes spielt deswegen eine große Rolle, weil wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine deutliche Zunahme der Häufigkeit des Typ-2-Diabetes sehen. Das heißt, wir erkennen insgesamt eine Zunahme dieser Erkrankung. Sie sehen hier Schätzungen der Diabetesprävalenz, der Häufigkeit in Europa für das Jahr 2000 und für das Jahr 2030. Und Sie sehen, es kommt weltweit zu einer Zunahme. Das heißt, hatte man früher häufig gesagt, dass der Diabetes eine Erkrankung der Industrienation ist, des westlichen Lebensstils, so sehen wir heute, dass die Diabetes-Epidemie weltweit erkennbar ist und eben nicht nur auf Industrienationen wie beispielsweise Deutschland und die USA beschränkt ist. In Deutschland ist die Diabeteshäufigkeit, die Diabetesprävalenz sehr hoch. Sie sehen hier die Diabeteshäufigkeit in den verschiedenen Altersgruppen. Und Sie sehen, dass ab dem 50. Lebensjahr es zu einer deutlichen Zunahme kommt in beiden Geschlechtern. Und man schätzt, dass in Deutschland insgesamt zwischen 7% und 9% der Bevölkerung einen Diabetes haben. Das Problem beim Diabetes ist, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, die man auch nur sehr schwer beziffern kann, was daran liegt, dass der Diabetes beim Erstauftreten in der Regel keine Symptome verursacht, sondern dass der Diabetes häufig erst dann diagnostiziert wird, wenn Folgeerkrankungen auftreten, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Nierenerkrankungen. Man geht davon aus, dass der Anteil der nicht diagnostizierten Diabetiker in der Bevölkerung zwischen 2% und 9% liegt. Sie sehen, da ist eine starke Unsicherheit, weil das eben sehr schwer zu untersuchen ist. Nun habe ich von Diabetes gesprochen. Was ist Diabetes eigentlich? Diabetes ist eigentlich eine heterogene Erkrankungsgruppe, die Störung des Stoffwechsels kennzeichnet, vor allen Dingen des Blutzuckerstoffwechsels. Und das gemeinsame Merkmal ist eigentlich die Blutzuckererhöhung, die dadurch zustande kommt, dass entweder ungenügend Insulin abgegeben wird oder das Insulin nicht ausreichend wirken kann. Und Sie sehen unten im Bild, dass die Diagnostik des Diabetes eben über den Blutzuckerspiegel erfolgt. Die Schwierigkeit ist, dass der Blutzuckerspiegel sehr stark von der Nahrungsaufnahme abhängig ist. Deswegen spielt es eine große Rolle, wann man den Blutzuckerspiegel misst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man hat deswegen in den letzten Jahren sich eine einfachere Methode ausgedacht oder entwickelt, nämlich den HbA1c-Wert, der eigentlich zur Verlaufskontrolle des Diabetes verwendet wurde. Der Vorteil des HbA1c-Wertes ist, dass er nicht von der Nahrungsaufnahme abhängig ist und man empfiehlt heute, den HbA1c-Wert auch zur Diagnose heranzuziehen. Und wenn der über 6,5% liegt, dann würde ein Diabetes vorliegen. Nun habe ich schon gesagt, der Diabetes ist eine heterogene Krankheitsgruppe. Es werden verschiedene Diabetesarten unterschieden, von denen der Typ 1 und der Typ 2 Diabetes eigentlich die häufigsten sind. Und von diesen beiden wiederum ist der Typ 2 Diabetes eigentlich die häufigste Diabetesart. Der Typ 2 Diabetes ist für 95% aller Diabetesfälle verantwortlich, sodass man eigentlich, wenn man allgemein von Diabetes redet, gerade auch von der Zunahme der Diabeteshäufigkeit, der Diabetesprävalenz,
das vor allem durch die Zunahme des Typ-2-Diabetes, der Häufigkeit des Typ-2-Diabetes zustande kommt. Der Typ-2-Diabetes ist gekennzeichnet durch einen relativen Insulinmangel. Besteht eine Insulinresistenz, das heißt, das Insulin, was im Körper vorhanden ist, kann nicht ausreichend wirken. Der Typ-2-Diabetes wurde früher auch als Altersdiabetes bezeichnet, weil er eben eher im höheren Lebensalter auftritt. Wir sehen aber inzwischen, dass der Typ-2-Diabetes auch in jüngeren Lebensalter auftritt und eben auch schon bei Kindern auftreten kann. Der Typ-2-Diabetes, darauf werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen, geht in der Regel mit Übergewicht einher und hat eben ein großes Risiko für Sekundärkomplikationen. Das hatte ich auch eingangs schon gesagt. Die Zunahme der Diabeteshäufigkeit und die Relevanz des Diabetes ist eben gerade deswegen wichtig, weil der Typ-2-Diabetes mit einer ganzen Reihe von Begleiterkrankungen oder auch Folgeerkrankungen einhergeht. Die häufigsten davon sind Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen. Sie sehen, dass bei fast der Hälfte der Patienten in diesem Fall, bei denen ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert wird, gleichzeitig ein Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen vorliegen und dass es im Laufe der Erkrankung, im Laufe der Jahre, dass dieser Anteil der Personen, die gleichzeitig diese Begleiterkrankung haben, deutlich zunimmt. Weitere Folgeerkrankungen sind insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall, aber dann eben auch Nierenerkrankungen, die diabetische Nierenerkrankung, die dann im Extremfall zur Dialysepflichtigkeit führen kann. Augenerkrankungen, die Augenerkrankung der Netzhaut, der Retina, die Retinopathie, die unter Umständen dann zur Erblindung führen kann. Und Erkrankungen des gesamten Gefäßsystems, vor allem des Gefäßsystems an den Beinen, die arterielle Verschlusskrankheit an den Beinen, die dann eben auch zur diabetischen Fußkrankheit führen kann und unter Umständen zur Amputation der Füße. Das heißt, Sie sehen hier, wir haben eine Erkrankung, die überaus häufig ist, die zwar einfach zu diagnostizieren geht, aber erst in späten Stadien diagnostiziert wird. Das heißt, es gibt eine große Rate an unerkannten Personen mit Diabetes. Und es ist eine Erkrankung, die eine Vielzahl von Folgekrankheiten nach sich zieht. Und das unterstreicht letztendlich die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen für Diabetes. Prävention, wie kann man chronische Krankheiten, wie kann man Typ-2-Diabetes vorbeugen? Wenn es um die Primärprävention geht, das heißt also um das Vorbeugen des erstmaligen Auftretens von Diabetes, dann gibt es im Großen zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist der Ansatz auf Bevölkerungsebene, das heißt die populationsbasierte Prävention, was man auch umgangssprachlich als Regenschirmprinzip bezeichnen kann. Das heißt also, man empfiehlt der allgemeinen Bevölkerung bestimmte Maßnahmen, um auf Populationsebene das Diabetesrisiko zu senken. Das heißt also, man möchte Risikofaktoren in der allgemeinen Bevölkerung vermeiden oder vermindern. Die zweite Strategie, und auch die ist eben beim Diabetes aufgrund der Häufigkeit sehr relevant, ist die Hochrisikoprävention. Das heißt also, man versucht bei den Personen, von denen man weiß, dass sie ein hohes Diabetesrisiko haben, spezifisch dieses Diabetesrisiko zu senken. Nun, Sie sehen hier, dass der Begriff Risikofaktor eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen Risikofaktoren des Diabetes einerseits kennen und wir müssen dann wissen, wie wir Personen mit hohem Diabetesrisiko identifizieren können. Wie gewinnt man nun solche Erkenntnisse von Risikofaktoren? Nun, diese Erkenntnisse gewinnen wir aus unterschiedlichen Studienarten, aus unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben auf der einen Seite die experimentelle und die klinische Forschung, die in der Regel Patienten untersucht mit schon bekanntem Diabetes. Auf der anderen Seite haben wir die epidemiologische Forschung, zu der ich gleich noch ein Wort sagen werde, wo wir in größeren Studien untersuchen können, welche Faktoren mit dem Auftreten von Diabetes assoziiert sind. Und wir versuchen dann, den Wissensstand, den wir über eine Erkrankung haben, zu bündeln, um dann eben das Erkrankungsrisiko abzuschätzen und auch Empfehlungen zu geben. Und hier spielt im Bereich der Epidemiologie Studien eine ganz wichtige Rolle. Vor allen Dingen Studien, die wir an Personen durchführen, die
gesund sind und wo wir dann sehen können, welche dieser Personen entwickelt im Verlauf der Zeit bestimmte Erkrankungen. Dieses Studiendesign nennt man eine Kohortenstudie, das heißt, man rekrutiert Personen, die weitgehend gesund sind, erfasst Merkmale, von denen man glaubt, dass sie mit dem Risiko assoziiert sein können, und man beobachtet dann, welche Personen Diabetes entwickeln und welche Personen nicht. Und man kann dann abschätzen, wie hoch das Risiko des Diabetes bei Personen mit bestimmten Merkmalen ist, verglichen mit Personen ohne diese Merkmale. Und aus diesen Studien ist es dann möglich, tatsächlich Risikofaktoren abzuleiten. Und wir wissen inzwischen aus einer ganzen Reihe solcher epidemiologischen Studien, welche Faktoren mit dem Auftreten, mit der Neuerkrankung des Diabetes assoziiert sind. Das sind zum einen Faktoren, die mit einem erhöhten Diabetesrisiko vergesellschaftet sind. Der wichtigste Faktor, den hatte ich Ihnen schon gesagt, das ist das Lebensalter. Wir wissen, mit zunehmendem Lebensalter steigt das Diabetesrisiko an. Der sicherlich zweitwichtigste Risikofaktor ist das Körpergewicht bzw. der Taillenumfang. Auch dazu werde ich Ihnen gleich noch etwas Genaueres erzählen. Im Prinzip, je stärker, je schwerer der Mensch ist, je größer das Körpergewicht, umso stärker steigt auch das Risiko für Diabetes an. Wir wissen, dass auch der Bluthochdruck mit einem erhöhten Risiko ist, dass Diabetes assoziiert ist, und dass auch im Bereich der Ernährung bestimmte Faktoren, insbesondere der Verzehr von rotem Fleisch, das Typ-2-Diabetes-Risiko erhöht. Glücklicherweise gibt es auch Faktoren, die mit einem verminderten Diabetesrisiko assoziiert sind. Und hier ist sicherlich der wichtigste Faktor die körperliche Aktivität. Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass Personen, die sich bewegen, die körperlich aktiv sind, dass die ein geringeres Risiko haben für Diabetes als Personen, die sich weniger stark bewegen. Im Bereich der Ernährung ist der wichtigste Faktor der Verzehr von Vollkornprodukten. Wir sehen in einer Vielzahl von Studien, dass die Aufnahme von Vollkornprodukten, Vollkornbrot, mit einem reduzierten Diabetesrisiko assoziiert ist. Es gibt dann andere Faktoren, für die aber die wissenschaftliche Beweislage weniger sicher ist. Wir sehen in vielen Studien, dass der Verzehr von Kaffee mit einem verminderten Diabetesrisiko assoziiert ist und moderater Alkoholkonsum. Das heißt, wir haben eigentlich inzwischen schon eine ganze Reihe von Risikofaktoren an der Hand. Wir kennen diese Risikofaktoren. Und man kann nun inzwischen das Diabetesrisiko anhand dieser Risikofaktoren abschätzen. Dazu sind sogenannte Risikoscores entwickelt worden. Diese Risikoscores beruhen auf epidemiologischen Studien, auf Beobachtungsstudien. Und Sie sehen hier ein Beispiel für so einen Risikoscores, der von Kollegen am Deutschen Institut für Ernährungsforschung entwickelt wurde und der sehr einfach anwendbar ist. Den können Sie im Internet sich anschauen. Sie werden dort nach bestimmten Faktoren gefragt, nach Ihrem Geschlecht, dem Lebensalter, dem Taillenumfang, dem Vorliegen von Bluthochdruck etc. Und Sie können dann jeweils anklicken, welche dieser Faktoren für Sie zutrifft. Sie sehen hier das nochmal als Liste dargestellt. Es sind im Wesentlichen die Faktoren, die ich Ihnen auch gerade eben berichtet habe, als Risikofaktoren. Und basierend auf diesen Angaben können Sie dann tatsächlich vorhersagen, wie groß das Typ-2-Diabetes-Risiko ist. Und der Vorteil von solchen Risikoscores ist auch, dass Sie abschätzen können, wie Ihr Risiko wäre, wenn bestimmte Risikofaktoren nicht vorliegen würden. Das sehen Sie hier am Beispiel. Hier ist ein Risiko von 7,6% ausgerechnet worden. Und Sie sehen auch gleichzeitig Empfehlungen, wenn Sie das Typ-2-Diabetes-Risiko senken wollen, welche Maßnahmen Sie treffen könnten, beziehungsweise was Sie erreichen sollten, um das Diabetes-Risiko zu senken. Nun, ich hatte schon gesagt, einer der wichtigsten Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes ist Übergewicht bzw. Adipositas. Und wir sehen für die Adipositas eigentlich eine ganz ähnliche Entwicklung für den Typ 2, wie für den Typ-2-Diabetes. Ich hatte Ihnen gesagt, der Typ-2-Diabetes ist weltweit in der Häufigkeit am Ansteigen. Und Ähnliches sieht man auch für das Übergewicht und für die Adipositas. Auch hier sehen wir eigentlich weltweit einen Anstieg der Prävalenz.
Sie sehen hier die Zahlen für Europa. Sie sehen, dass in den meisten europäischen Ländern die Adipositas-Prävalenz weit über 5% liegt, das heißt also schweres Übergewicht. Und Sie sehen auch, dass Deutschland zusammen mit Großbritannien und einigen Mittelmeerstaaten zu den Ländern gehört mit der größten Adipositas-Prävalenz. Nun ist wichtig zu berücksichtigen, dass, wenn wir von Adipositas sprechen, wir meistens vom Körpergewicht reden. Adipositas wird gemessen über den Body Mass Index, der das Gewicht zur Körpergröße ins Verhältnis setzt. Wir wissen aber inzwischen sehr gut, dass das Erscheinungsbild der Adipositas sich zwischen den Menschen deutlich unterscheidet. Den offensichtlichsten Unterschied sieht man, wenn man Männer mit Frauen vergleicht. Wir wissen, dass beim Mann Adipositas sich meistens eher als abdominelle Adipositas entwickelt, das heißt also die Ansammlung des Fettgewebes im Bauchraum, und bei der Frau wir eher die gluteal-femorale Adipositas beobachten, das heißt also, dass dort das Fettgewebe eher im Bereich der Hüften verteilt ist. Wir sehen aber auch innerhalb der Geschlechter, also wenn wir uns Männer angucken, wenn wir uns Frauen angucken, dass es dort erhebliche Unterschiede gibt im Verteilungsbild. Und wir wissen, dass die Fettansammlung im Bauch, die abdominelle Adipositas, bei gleichem Körpergewicht und gleicher Körpergröße mit einem höheren Risiko für Stoffwechselerkrankungen assoziiert ist. Und das eben gerade für den Typ-2-Diabetes. Und daher eigentlich heutzutage die Empfehlung, eher den Taillenumfang zu messen als das Körpergewicht, weil wir wissen, dass der Taillenumfang als Maß der abdominellen Adipositas, dass der das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht. Warum ist es nun gerade das Fettgewebe im Bauchraum? Nun, das Fettgewebe im Bauchraum befindet sich eher an den Organen. Man bezeichnet das als viszerales Fettgewebe, wohingegen das die gluteal-femorale Fettverteilung, dabei handelt es sich dann eher um subkutanes Fettgewebe. Und wir wissen, dass das subkutane Fettgewebe weniger stoffwechselaktiv ist und umgekehrt das viszerale Fett stärker stoffwechselaktiv ist. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel gezeigt, um zu zeigen, die Relevanz des Taillenumfanges für das Typ-2-Diabetes-Risiko aufzuzeigen. Wir haben hier in einer Studie Personen untersucht, die keinen Diabetes hatten, und dann geschaut, wie der Taillenumfang und das Körpergewicht mit dem Auftreten des Diabetes assoziiert waren. Und Sie sehen, dass mit zunehmendem Übergewicht das Diabetesrisiko steigt. Sie sehen aber auch, wenn man sich die einzelnen Gewichtsgruppen anguckt, dass in jeder Gewichtsgruppe ein Anstieg des Taillenumfanges wiederum mit einem höheren Diabetesrisiko assoziiert ist. Das ist besonders bedeutsam für Personen, die eigentlich normalgewichtig sind. Die steigen auf die Waage, messen ihr Gewicht und sehen dann, der BMI liegt unter 25. Das heißt, da würde jeder sagen, das ist Normalgewicht. Sie können dort aber sehen, dass Personen, die dort einen großen Taillenumfang haben, dass die praktisch ein ebenso hohes Diabetesrisiko haben wie Personen, die übergewichtig sind und normalen Taillenumfang. Das heißt, die Messung des Taillenumfanges ist gerade für die Diabetesabschätzung sehr wichtig. Nun, wie kommt es nun dazu, dass Adipositas das Risiko für Diabetes so stark erhöht? Und hier gibt es im Rahmen der letzten Jahre eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, die gezeigt haben, dass das Fettgewebe eben nicht nur ein reines Speicherorgan ist, was eben das Fett speichert, sondern dass das Fettgewebe auch tatsächlich in der Lage ist, Stoffwechselprodukte zu produzieren. Bei der Zunahme des Fettgewebes im Rahmen der Gewichtszunahme kommt es eben auch dazu, dass Entzündungszellen ins Fettgewebe wandern und dass das Fettgewebe dann verstärkt Stoffwechselprodukte produziert. Das sind zum einen Hormone, zum anderen sind es aber auch Entzündungsmediatoren, also Substanzen, die das Entzündungsgeschehen steigern. Und wir können, und diese Entzündungsmediatoren produzieren dann in der Leber ebenfalls Entzündungsprodukte, die man dann auch messen kann. Das heißt, wir können bei Personen, die übergewichtig oder adipös sind, eine sogenannte chronisch-subklinische Entzündung nachweisen. Das heißt also, die Personen sind klinisch eigentlich gesund. Man erkennt aber
dass bei diesen Personen eine höhere Entzündung vorliegt als bei Personen, die nicht übergewichtig sind. Und wir wissen, dass diese Hormone und Entzündungsmediatoren mit dem Auftreten von Typ-2-Diabetes assoziiert sind. Nun, in der Vergangenheit hat sich die Forschung eigentlich darauf konzentriert, diese Stoffwechselprodukte einzeln zu messen und jeweils zu untersuchen, inwieweit diese Stoffwechselprodukte mit dem Diabetesrisiko assoziiert sind. Gerade hier hat sich aber im Bereich der Technologie sicherlich in den letzten Jahren ein enormer Fortschritt abgezeichnet. Das heißt, es ist heute nicht nur möglich, einzelne Substanzen zu messen, sondern wir sind schon in der Lage, die Gesamtheit von Stoffwechselklassen im Körper zu messen. Sie wissen, die Erbsubstanz des Menschen liegt in der DNA. Sie kennen den Begriff der Genetik. Man hat früher einzelne Gene untersucht. Inzwischen ist man dazu übergegangen, die Gesamtheit der Gene, das Genom, zu untersuchen. Den Bereich nennt man dann die Genomik. Ähnlich ist es im Bereich der Eiweißmoleküle, der Proteine. Hatte man früher einzelne Proteine untersucht, untersucht man heute die Gesamtheit der Proteine, das Proteom. Und ähnlich ist es auch bei Stoffwechselprodukten, bei den Metaboliten. Hatte man früher einzelne Metabolite, wie beispielsweise Glucose oder Fettsäuren, untersucht, so ist es heute möglich, die Gesamtheit der Stoffwechselmoleküle zu untersuchen, das Metabolom. Das heißt, wir haben hier neue Methoden an der Hand, mit denen wir versuchen können, Stoffwechselwege besser darstellen zu können, die dann eben zu Erkrankungen wie zum Typ-2-Diabetes führen. Und gerade die Untersuchung von Metaboliten ist sehr vielversprechend, weil die Metaboliten am nächsten am klinischen Erscheinungsbild des Menschen dran sind und weil Stoffwechselprodukte auch am stärksten von Umweltfaktoren beeinflusst werden können. Ich will Ihnen dazu nur ein Beispiel zeigen, indem wir einen solchen Ansatz ebenfalls in einer Studie durchgeführt haben. Wir haben dort die Stoffwechselprodukte beim Menschen untersucht. Es war eine Untersuchung, bei der insgesamt 168 Stoffwechselprodukte, Metabolite, gemessen wurden. Und es war dann möglich, anhand dieser 168 Metabolite zwei Metabolitenfaktoren zu identifizieren, die Sie im linken Teil der Grafik abgebildet sehen. Sie sehen also, da ist eine Metabolitenwolke von Stoffwechselprodukten, die alle mehr oder weniger bestimmte Dinge gemeinsam haben. Und wir haben dann untersucht, inwieweit diese beiden Metabolitenfaktoren mit dem Auftreten des Diabetes assoziiert sind. Und Sie sehen, dass der Faktor 1 mit einem verminderten Diabetesrisiko assoziiert war. Das heißt also, Personen, die hohe Konzentration der Metabolite hatten, die im Faktor 1 vorhanden waren, hatten ein vermindertes Diabetesrisiko. Und umgekehrt, Personen, die hohe Konzentration von Metaboliten Faktor 2 hatten, hatten ein erhöhtes Diabetesrisiko. Das heißt, die Idee ist hier eigentlich, dass man durch diese Vielzahl von Stoffwechselprodukten, dass man hier wie eine Art Fingerabdruck des Menschen messen kann und dass man dann mit dieser Messung zum einen Informationen bekommt über Ursachen, zum anderen aber auch, dass man diesen Fingerabdruck dann verwenden kann, um eben Personen mit hohem Diabetesrisiko vorhersagen zu können. Sie sehen unten, wir haben anhand dieser Metabolite dann bestimmte Gruppen identifiziert, die eben vor allen Dingen mit dem erhöhten oder verminderten Diabetesrisiko assoziiert waren. Bei dem erhöhten Diabetesrisiko waren das, wie nicht anders zu erwarten, die Zucker, also Sechsfachzucker. Interessant war, dass wir diese Verbindung nicht nur für die Glucose gesehen haben, sondern auch für andere Sechsfachzucker, vermutlich vor allem für die Fructose. Das heißt, ich habe Ihnen jetzt viel erzählt über diese Biomarker, über Stoffe, die wir im Körper messen können. Warum macht man das? Nun, man nimmt an, dass Krankheiten kontinuierlich entstehen, dass es ein kontinuierlicher Krankheitsentwicklungsprozess ist. Und durch die Messung einzelner
einzelner Schritte auf dem Pfad von einer bestimmten Exposition, wie beispielsweise Adipositas, zu einer bestimmten Erkrankung, wie beispielsweise Diabetes, versucht man durch die Messung von Biomarkern diese Schritte abzubilden, um so etwas über biologische Mechanismen zu verstehen. Nun ist das sicherlich sehr abstrakt, es hat aber auch eine ganz praktische Konsequenz. Wir können nämlich diese Biomarker auch auf einer Bevölkerungsebene, auf einer Public Health-Ebene verwenden, weil uns diese Biomarker eben dabei helfen können, zum einen Personen unter Risiko, das heißt also vor Eintritt der Erkrankung, besser zu identifizieren. Das war das, was ich eben mit dem genetischen Fingerabdruck, mit dem Fingerabdruck angedeutet habe. Das heißt also, wir versuchen hier eine Art Signatur zu haben, um dann zu sehen, welche Faktoren mit dem Risiko des Typ-2-Diabetes assoziiert sind. Und wir können dann diese Biomarker auch verwenden, um zu beurteilen, ob Maßnahmen zur Krankheitsreduktion erfolgreich sind. Wenn sie beispielsweise körperlich aktiv sind, dann können wir messen, ob sich diese Biomarker günstig verändern. Und das funktioniert tatsächlich. Wir hatten das ebenfalls in einer Studie untersucht. Ich hatte Ihnen am Anfang erzählt, es gibt inzwischen Risikoscores, anhand derer man das Diabetesrisiko vorhersagen kann. Und wir haben hier in einer Studie untersucht, ob der Einsatz dieser Metabolite, die wir gemessen haben, ob der die Vorhersage des Typ-2-Diabetes-Risiko verbessern kann. Das kann er. Sie sehen hier eine Grafik, mit der man Vorhersagegüte beurteilen kann. Die Vorhersagegüte ergibt sich zum einen aus der Sensitivität, das heißt also, wie gut werden Personen, die später erkrankt sind, tatsächlich erfasst, und auf der anderen Seite für die Spezifität, das heißt also, Personen, die gesund bleiben, inwieweit werden diese Personen auch als gesund bleibend deklariert. Und wir können sehen, dass die Fläche unter dieser Kurve, die sollte möglichst groß sein, das Minimum wäre 0,5, das Maximum wäre 1. Und wir sehen, dass durch das Hinzufügen dieser Metaboliten, dass dadurch die Fläche unter dieser Kurve insgesamt ansteigt. Das heißt also, diese Biomarker können einem tatsächlich dazu helfen, das Diabetesrisiko Personen mit hohem Diabetesrisiko besser zu identifizieren. Und diese Personen können dann das Ziel von Präventionsmaßnahmen sein. Dass das funktioniert, ist inzwischen gut belegt. Sie sehen hier das Beispiel einer Studie, die vor längerer Zeit publiziert wurde. Und zwar hat man hier genau solche Personen mit hohem Diabetesrisiko herausgesucht. Das waren also Personen, die noch keinen Diabetes hatten, aber eine gestörte Glukosetoleranz. Das heißt also, nach einer Mahlzeitaufnahme steigt der Blutzuckerspiegel sehr stark an. Und man hat bei diesen Personen drei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe wurde nicht behandelt, weil keine Behandlungsnotwendigkeit vorlag. Die zweite Gruppe wurde mit einem Antidiabetes-Medikament behandelt. Und man konnte in dieser Gruppe die Häufigkeit des Auftretens von Diabetes von 28 auf 21% reduzieren. In der dritten Gruppe hat man kein Medikament gegeben, sondern man hat Lebensstilempfehlungen gegeben. Man hat den Leuten gesagt, sie sollen sich viel ernähren, sie sollen gesund essen. Das wurde natürlich dann regelmäßig, in regelmäßigen Abständen gab es Beratung, Ernährungsberatung, Lebensstilberatung. Und die große Überraschung war, dass nach 3 Jahren das Auftreten des Diabetes dort am geringsten war. Das heißt also, dort traten nur bei 14,4% der Personen ein Diabetes auf. Das heißt also, diese Lebensstilinterventionen sind effektiv, sie vermindern das Diabetesrisiko und sie sind auch effektiver als Medikamente. Ja, das heißt also, das Prinzip funktioniert. Nun hatte ich Ihnen gesagt, der wichtige Punkt ist eben, Personen mit Diabetes zu identifizieren. Und dafür müssen wir Risikofaktoren für Erkrankungen kennen. Das heißt also, wir müssen Risikofaktoren wissen und wir müssen auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, Krankheiten genau und präzise vorhersagen zu können. Und dafür, das hatte ich Ihnen am Anfang auch schon gesagt, brauchen wir große epidemiologische Studien. Und das ist mit ein Grund, warum in Deutschland jetzt eine große Studie geplant ist, die sogenannte nationale Kohorte.
Die nationale Kohorte ist eine große epidemiologische Studie, bei der es darum geht, Risikofaktoren für die häufigen chronischen Erkrankungen in Deutschland zu untersuchen, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen, neurologische und psychiatrische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und Infektionskrankheiten. Und es sollen eine Vielzahl von Faktoren untersucht werden, die sich auf chronische Erkrankungen auswirken, die ich Ihnen heute teilweise auch präsentiert habe, Körperzusammensetzung, Fitness, Stoffwechselfaktoren und so weiter. Man möchte natürlich auch geografische und sozioökonomische Unterschiede untersuchen. Und ganz wichtig, am Ende sollen diese Forschung dazu dienen, Modelle zu entwickeln, Krankheiten wie Diabetes genauer vorhersagen zu können, aber auch um Tests zu entwickeln, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Die nationale Kohorte wird deutschlandweit 200.000 Personen untersuchen. Sie ist organisiert in 18 Rekrutierungszentren, die zu Clustern zusammengefügt sind. Hier in Berlin haben wir 3 Rekrutierungszentren, eins im Norden, in der Mitte und im Süden von Berlin, wo insgesamt 30.000 Personen untersucht werden sollen. Die Personen durchlaufen dann ein 2,5-stündiges Untersuchungsprogramm und eine Untergruppe durchläuft ein 4-stündiges Untersuchungsprogramm und es wird auch eine MRT-Untersuchung durchgeführt, das heißt eine Kernspintomographie, um in den Körper hineinzugucken und zu sehen, welche Faktoren mit dem Auftreten chronischer Erkrankungen assoziiert sind. Sie sehen hier einen Auszug aus den verschiedenen Fragebögen und den körperlichen Untersuchungen, die in der nationalen Kohorte eingesetzt werden. Man möchte eben die wichtigen potenziellen Risikofaktoren erfassen. Das heißt also, es gibt Fragen zu soziodemografischen Faktoren, zur medizinischen Vorgeschichte, zu Medikamenten, zum Lebensstil, Rauchen, Alkohol, Ernährung, Lebensqualität, aber auch zu anderen Faktoren. Und auf der anderen Seite werden die Menschen dann sehr genau untersucht. Es wird Körpergewicht, Körpergröße, Taillenhüftumfang gemessen. Es werden Herz-Kreislauf-Untersuchungen durchgeführt, Untersuchungen im Bereich des Diabetes, Lungenfunktion, körperliche Aktivität, Fitness, Muskel, Skelett, aber auch im Bereich der Mundgesundheit, der Sinnesorgane. Und ganz wichtig, es werden auch biologische Proben gewonnen, das heißt Blutproben, Urinproben, Speichel und Stuhl, um dann eben später schauen zu können, welche Biomarker können wir finden, die das Krankheitsrisiko vorhersagen können. Die nationale Kohorte, Sie können sich vorstellen, ist ein Großprojekt. 200.000 Personen sollen untersucht werden. Wir haben jetzt die Planungsphase im Prinzip abgeschlossen und werden in der zweiten Hälfte 2013 mit der Rekrutierung der Personen beginnen. Das heißt, wir werden Adressen über die Einwohnermeldeämter gewinnen und Personen anschreiben und sie bitten, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Diese Erstuntersuchung wird sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstrecken. Anschließend werden alle untersuchten Personen wieder eingeladen, um sie nach einem Zeitraum von 5 Jahren nachzuuntersuchen, sodass wir momentan eine Projektphase haben von 10 Jahren. Und parallel dazu werden wir versuchen, bei diesen Personen neu aufgetretene Erkrankungen zu erfassen, um dann eben untersuchen zu können, welche Faktoren bei der Basisuntersuchung mit dem Auftreten von Erkrankungen assoziiert sind. Das heißt, die nationale Kohorte wird eine ganz wichtige Ressource sein für die Zukunft, um Risikofaktoren für chronische Erkrankungen besser, genauer zu untersuchen und um eben auch Vorhersagemodelle entwickeln zu können für Erkrankungen und um Personen mit hohem Krankheitsrisiko identifizieren zu können. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe Ihnen gezeigt, wir haben insgesamt weltweit eine Veränderung in dem Auftreten von Erkrankungen. Wir haben, das ist lange bekannt, heutzutage vor allem die chronischen Erkrankungen. Aber wir sehen, dass gerade innerhalb der chronischen Erkrankungen der Typ-2-Diabetes und die Adipositas deutlich am Zunehmen sind. Und die Prävention chronischer Erkrankungen erfordert sicherlich komplementäre Ansätze. Wir brauchen die populationsbasierte Prävention, in der wir versuchen, die Lebensumstände auf Bevölkerungsebene so zu verändern, dass chronische Erkrankungen weniger häufig auftreten. Wir brauchen auf der anderen Seite aber bei diesen häufigen Erkrankungen die Hochrisikoprävention, um eben Personen zu identifizieren, die ein hohes Risiko haben und ganz gezielt eingreifen zu können. Das erfordert eben umfassende Kenntnisse
über Risikofaktoren. Und dafür braucht man langfristige Studien, langfristige Kohortenstudien. Und die nationale Kohorte wird als solche Forschungsplattform dienen für bevölkerungsbezogene Studien, um eben Forschungsfragen im Bereich von Epidemiologie und Grundlagenforschung beantworten zu können. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe nachher gerne für Fragen zur Verfügung.